There is another deeper truth to this. Aber da ist noch eine tiefere Wahrheit zu dieser Geschichte. Ananias and Sapphira. Ananias und Sapphira. Anania in Hebrew means the grace of God. Hananias oder Hanania bedeutet im Hebräischen die Gnade Gottes. Sapphira is sapphire stone, the blue stone. You know the blue stone? Sapphira, der Name Sapphira kommt von Saphir, Saphirstein. Wisst ihr, dieser blaue, kostbare Saphir? Do you know that the Bible says when God gave the law on Mount Sinai, under his feet was sapphire stone. Als Gott das Gesetz gab auf dem Berg Sinai, da sagt die Bibel, dass unter seinen Füßen war Saphirstein auf dem Berg. I found out that the Jewish rabbi says when God wrote the Ten Commandments, he wrote on sapphire stone. Und ich habe herausgefunden, dass die jüdischen Rabbiner glauben, dass die Zehn Gebote auf Saphirstein and they don't read the book of Acts. Und die kannten das Apostelgeschichte ja gar nicht. So what is Ananias and Sapphira mean? Und was bedeutet also in dem Kontext Ananias und Sapphira? Mixture. Vermischung. There's grace. Da ist Gnade. And there is law. Da ist Gesetz. The result is death. Das Resultat ist Tod. But when God sent a man without any mixture, a disciple called Ananias, to pray for Paul. Aber bei Paulus war es, dass ein Jünger ohne Vermischung für Paulus gebetet hat. He prayed for Paul. Betet er für Paulus? The greatest apostle ever. Paulus ist der größte Apostel. Paul was blind. Paulus war blind. When he prayed for him, his eyes opened. Und als dieser Jünger Ananias für ihn betete, dann öffneten sich seine Augen. And the first person he saw was the grace of God, Hanania. Und das erste, was der blinde Paulus sah, war Ananias, die Gnade Gottes. That became the calling of his life. Das wurde seine Berufung, Gnade in seinem Leben. Das ist das erste, was er sah.